jetzt kommt Frauen und als erstes die goldene Ananas. Und da frage ich mal meinen Sprecherkollegen, Jan Christoph, Tiki, wie sieht's denn aus, wer hat die goldene Ananas gewonnen? Die goldene Ananas am Ruderclub Deutschland Renntag 2019 gewinnt der Melita Achtermühle Team Wales. Meine sehr verehrten Damen und Herren, diese sympathischen Damen, das sind Sophie Müller, Daria Schonebohm, Juliane Dahmann, Alina Sachtleben, Dorte Kaiser, Jana Kemmener, Jennifer Schulz, Leonie Müller, Anna-Maria Brände, Team-Captain Inken Neppert, Schlagfrau Silvia Buddenbohm, Anna-Lena Warning, Charlotte Dammerau und Ann-Christine Meyer. Totgesagte leben länger. Melita ist weg. Der Melita Achtermühle Team Red. Schreit nach Liebe. Ich bin viel zu oft allein. Erst heute bin ich stark genug. Tja, seht ihr, so ist das, wenn man einen neuen Kooperationspartner ins Spiel bringt. Mit einem Lauritz, man merkt richtig, wie viel Spaß der junge Mann hat und wie erfolgreich dieses Projekt ist. Ich hoffe, die Ruderbundesliga startet gemeinsam mit dem Ruderclub Deutschland durch und es wird eine unvergessliche Saison 2019. Und jetzt heißt es, lieber Jan, ja, ihr wisst, was wir machen, ne? Wir jubeln in 3, in 2, in 1, yeah! So, lieber Otto, jetzt pass schön auf, was jetzt passiert. Wir rufen nämlich die ersten drei Mannschaften dieses Renntages auf, zunächst einmal hinter das Podest zu kommen. Und wir rufen auf den Köln-Achter aus Hannover, den Hafen-Köln-Achter aus Potsdam, Berlin. Und den Hafen-Köln-Achter aus Hannover, bitte zunächst hinter das Podest. Ja, es war ein spannender erster Renntag hier beim Ruderclub Deutschland Renntag. Und lieber Lauritz, jetzt gibt's Frauen zu ehren. Und zum ersten Mal in der kurzen Liga-Geschichte ist es soweit, dass die Damen jetzt aufs Podest steigen. Es gibt einen donnernden Applaus für Bronze. Es gibt einen Applaus für den Güing-Achter aus Hannover. Sind Sonnenschein Henrike Alonso, Juliane von Wrangel, Jule Lichtenberg, Paula Wolf, Charlotte Hauschitz, Ira Mattis, Jana Hülsmeier, Claudia Gottlieb, Wiebke Schütt, Lena Schielke, Frauke Lange und Maren Ludwig an den Längsseilen des Güing-Achter Hannover. Und die Silbermedaille der Liga-Champion aus 2018 meldet sich auch 2019 mit Ambitionen wieder aus dem Winter zurück. Silber geht an den Hafen-Köln-Achter Potsdam Berlin. Und meine Damen und Herren, die Liga-Champions, das sind Wiebke Kaufold, Maren Herrmann, Ella Kosak, Sophie Platte, Paula Wesselmann, Eva Brünnen, Scarlett Galesson, Gudrun Lennart, in Abwesenheit Mandy Reppner, Allegra Lorenz, Jessica Fuhr, Anne Behnken und Steuerfrau Lisa Helmerstier, Hafen-Köln-Achter Potsdam Berlin! Sie
Sie haben einen neuen Sponsor, aber Sie sind immer noch in Ihrem Flammorange zu erkennen. Es sind immer noch dieselben Gesichter. Sie waren beim letzten Renntag in der Saison 2018 ganz da oben. Das scheint Ihnen zu gefallen, denn auch zu Beginn der Saison 2019 stehen Sie ganz oben. Sieger des Ruderclub Deutschland Renntages 2019, der Siegerinnen sind Julia Eichholz, Jessica Müser, Eva Holz, Maria Futterer, Alicia MT, Julia Bartz, Charlotte Siering, Svenja Meintrup, Franziska Ott, Tabea Schick, Isabel Nietke und Hanna Müller! Das, meine Damen und Herren, ist der Amrock Ruachter Essen-Köppich. Wie ist denn die Stimmung, meine Damen? Reicht's für noch Energie über, ich glaube, die gehen zur Party, ich weiß es auch nicht. Die hat schon die Flasche wieder. Ich hoffe, da ist kein Alkohol drin, die Damen. Ja? Heute kein Alkohol. Doch. Anna, wenn du soweit bist, dann sind wir es auch. Wir jubeln in 3, in 2, in 1. Ja! Yeah! Komm her, nochmal! Jetzt, los!